Da ich mache alles, das heißt, ich mache auch Henna Brows, das ist Augenbrauen Henna, Brow Lamination ist Augenbrauen Laminierung und auch permanent Make-up für die Augenbrauen in verschiedenen Techniken, kann ich aus dieser Sicht besser mit den Leuten sprechen, sage ich, weil ich habe wirklich das alles, was kann man für die Augenbrauen nutzen, im Griff und ich kann sagen, wer was besser passt. Wenn kommt jemand zu mir oder wenn mir jemand anruft wegen einem Termin und kann sich nicht entscheiden, sage ich immer, ist egal ob Henna oder Laminierung, die Behandlung dauert ungefähr selbe Zeitraum und deswegen ich plane mit Zeit, gleichzeitig ein bisschen mehr Zeit für die Besprechung vorher. Und wenn die Kundin zu einem Termin kommt, ich immer schaue erstmal, wie ihre Augenbrauen aussehen, welche vielleicht Lücken hat sie da oder welche Wachstum haben die Haare, ob die nach oben oder nach unten wachsen, ob die Augenbrauen symmetrisch oder asymmetrisch sind. Ich mache mir so einen groben Blick, was ich da sehe. Ich weiß schon eigentlich sofort, was ich da am besten machen kann. Aber so, frage ich zuerst meine Kundin, was sie sich wünscht. Weil nicht jeder schminkt sich täglich, nicht jeder mag irgendwie da im Badezimmer sein und etwas in Form zu bringen. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, ob sie das mehr natürlich oder mehr Ausdrucksstärke haben möchte, ob sie zum Beispiel diese Fixiergel für Augenbrauen benutzt oder irgendwie Haarspray, je nachdem, wie man sie die Augenbrauen fixiert. Was sie sich von mir wünscht, was erwartet sie nach der Behandlung, wie soll das sein? Ja, ich erzähle ihr die Vorteile vom Augenbrauenlaminieren und das ist, dass die Augenbrauen, wenn sie zum Beispiel nach unten wachsen oder wenn sie ein bisschen durcheinander sind oder wenn sie nicht so schöne Form haben, dass wir die Augenbrauen mehr nach oben ziehen, anheben, nicht gerade, aber wirklich schön anheben, dass wir optisch das Auge aufmachen. Und das ist ganz natürliche Technik, wo die Härchen werden einzeln so schön nach oben gehoben. Man vergleicht das oft zum Microblading. Microblading ist eine Technik, wo man macht so Härchenzeichen, das ist so eine Art von Permanent Make-up. Und so sehen die Augenbrauen, wenn ich mal mit Laminierung arbeite. Dieses hält ungefähr 4 Wochen. Sie stellt einfach morgen auf und die Augenbrauen werden schön nach oben gehen. Wenn es ist eine Kundin, welche Augenbrauen nach unten wachsen oder sind ein bisschen durcheinander, sage ich auch, wenn sie das regelmäßig macht, ihre Augenbrauen werden sie nach der Zeit wirklich besser in der Form oder in diese richtige Richtung gehen und besser in der Form passen. Das ist wirklich passiert und ich habe schon einige Kundinnen, welche sind gekommen mit wilden Augenbrauen und jetzt nach einigen Monaten, ich sage, man muss wirklich ungefähr mit einem Jahr rechnen, wachsen die Augenbrauen deutlich schöner, sieht wirklich schön in Form aus und die brauchen nicht mehr jede 4 Wochen kommen, aber mittlerweile reicht das einmal in 2 Monaten. So, das ist Laminierung und man muss nicht, aber es ist gut, wenn man hat genug eigene Augenbrauen, damit das wirklich auch schön aussieht. Wenn man hat wirklich ganz, ganz wenige oder lückenhafte, kann man auffüllen. Es ist wirklich unterschiedlich, wenn jemand kommt, ich sehe das, dann sehe ich das und weiß ich. Deswegen geht ihr zum Kosmetiker, weil ich euch gut beraten kann. Und wenn du Kosmetikerin bist, du solltest das ein bisschen in dem Auge haben. Ja? Du kannst zum Beispiel auch nehmen ein Wimpernböschen oder Böschen und die Augenbrauen so leicht anheben für die oder die Härchen anheben bei der Kundin und sie Spiegel geben, dass sie sieht, wie das aussieht, ja? Wenn es ein bisschen nach oben angehoben ist. Deswegen, das mache ich auch gerne, damit man wirklich die Vorstellung hat, ah, okay, so wird das danach aussehen. So, dann ist es Henna für die Augenbrauen. Bei Henna, es geht immer um intensivere, ausdrucksstärkere Augenbrauen. Auch wenn ich mit blonden Frauen arbeite, wo kommen blonde Henna-Pigmente oder hellere Tone, ja? Trotzdem, beim Henna arbeiten wir mit der Haut und mit dem Härchen. Bei Lamination arbeiten wir nur mit dem Härchen. Natürlich, wir können das färben, aber es ist nicht so intensiv. Bei Henna ist ein natürliches Produkt und die geht in die Haut rein. Das heißt, es verfärbt auch die Haut für ungefähr 2 bis 4 Wochen, je nach Hautzustand oder je nach Hauttyp und hält da drinnen. Und dazu gleichzeitig verfärbt die Härchen, welche sind 6 bis 8 Wochen
wirklich von der Henna-Pigmente gefärbt. Das ist keine Farbe, welche, wie man kennt vom Augenbrauenfärben, dass man einfach nur eine Farbe oberflächlich hat und sie verwäscht sich, aber Henna geht in die Härchen rein und zusätzlich sie ist ein pflegender Stoff für die Härchen. Dadurch werden unsere eigenen Augenbrauen mehr glänzen, haben schönere Farbe und das hält wirklich 6 bis 8 Wochen, das ist schon längere Zeitraum. Natürlich kann man Henna auch sanfter machen, zum Beispiel man kann das wie Ombre machen oder so Pudertechnik. Ja, Ombre ist so vom helleren bis zum dunkleren Verlauf mit Pudertechnik. Es ist ein bisschen pixelig, die obere Linie. Man kann ein bisschen damit spielen, dass es wirklich so der Kundin passt, wie sie sich wünscht. Und Vorteil ist, dass die Härchen wären gesünder. Und was ich auch letzte Zeit wirklich sehr oft sehe, ich gebe immer noch so Keratinkur bei beiden Behandlungen gerne obendrauf, dass die Kundinnen nach dem Henna bekommen irgendwie mehrere Härchen. Ich weiß nicht, ob es jetzt natürlich auch Sommer ein bisschen mit dem Wachstum zu tun hatte und so weiter und die ganzen Prozesse und Zyklen in unserem Körper sind schneller und so weiter. Aber wirklich letzte Zeit hatte ich einige Kundinnen, welche sind zurück zur Behandlung gekommen und die hatten bei der nächsten Behandlung irgendwie so Babyhärchen. Deswegen kann auch Wachstum vom Natur-Augenbrauen unterstützen. Und Henna kann man oft hören, dass es zum Vergleich wie Permanent Make-up ist. Ja? Das ist wirklich intensiver und stärker und die Augenbrauen sind mehr ausdrucksstärker. Was ich noch dazu sagen wollte, es ist auch super, wenn jemand sich nicht vorstellen kann, wie ein Permanent Make-up aussehen kann. Wenn jemand will Härchentechnik, kann man probieren die Laminierung, dass man sieht ungefähr, oh, so werden meine Augenbrauen jeden Morgen aussehen. Oder wenn wir etwas stärkere, dann sagt man, okay, ich probiere die Henna. Aber zu diesen zwei Behandlungen sage ich immer noch, dass, wollte ich sagen, egal was man macht, beide Augenbrauen sind das Wichtigste, was wir im Gesicht haben, ernsthaft. Auch wenn ich liebe Wimpernverlängerung, aber Augenbrauen machen einfach das Gesichtsform, ja. Und perfekte Augenbrauen kann man die Asymmetrie ausgleichen, ja, mit dieser Behandlung. Man kann die Augenbrauen ein bisschen unterstützen, dass die perfekte Form haben, dass die Lücken irgendwie da bedeckt sind. Und mit perfekten Augenbrauen stellt man morgen auf und sieht schon nach etwas. Ja, ihr wascht das Gesicht, ein bisschen kämmt, ein bisschen trocknet, gibt ihr Creme und wenn ihr Make-up benutzt, dann macht ihr das. Und dann geht ihr von zu Hause und es vereinfacht wirklich eure Tagesroutine im Badezimmer. Und eine Sache wollte ich noch dazu sagen und das ist, dass Laminierung ist mehr chemische Behandlung, Henna ist eher natürliche Behandlung. Beide gehen in die Haut, das ist auch wichtig zu sagen der Kundin, deswegen, wenn jemand nicht so erfahren ist, sollte diese beiden Behandlungen nicht in eine Behandlung kombinieren. Und allergische Reaktion ist da wirklich selten, das wollte ich noch sagen. Und für mich es ist immer wichtig, wenn jemand zu mir kommt, ich sehe den Mensch, und ich kann mir schon vorstellen, was wir da machen. Ja? Deswegen, ich immer beschreibe detailliert, wie es wird, was man macht und das bis jetzt hat immer super geklappt und schön funktioniert. Deswegen auf jeden Fall ausprobieren. Wenn ihr auch zum Beispiel nicht schöne Augenbrauen habt und wolltet ihr gerne die Augenbrauen wieder in Form bringen und man kann das immer wieder in Form bringen, wirklich wenn eure Haare wachsen, auch Augenbrauenhaare meine ich, dann lasst ihr ein bisschen zuwachsen. Und ich sage immer, ich habe in der letzten Zeit so viele Augenbrauen, natürliche Augenbrauen, ohne permanent Make-up, wirklich so schön in Form gekriegt, dass ich begeistert bin und meine Kundinnen auch. Augenbrauen machen wirklich sehr viel und wenn die verzupft sind, wenn die nicht mehr so wachsen, weil das kommt auch irgendwann mal mit Alter, oder wenn da irgendwo Narbe ist oder ist irgendwie eine falsche Behandlung gelaufen. Ich denke wirklich, von 90% Sachen kann ich korrigieren, kann ich reparieren und ich sage immer, alles geht. Nicht, dass für mich nicht nein existiert, aber vom Erfahrung weiß ich, man kann viel verbessern. So, das wollte ich euch noch sagen.
Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Genießt ihr noch Sonne und auch die Woche. Tschüssi!